Hi Ladies! Danja fragte mich für ihre Hochzeit, für ihre standesamtliche Hochzeit, ob ich für sie ein Outfit zusammenstellen kann, was nicht zu so prunkvoll ist, aber trotz dessen für den Anlass perfekt geeignet ist. Und ja, hier habe ich ihr ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was ich euch natürlich jetzt vorstellen will. Doch zuvor noch der Hinweis: Wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks und die Links groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt stelle ich euch das Outfit von Danja vor, was wirklich ein kleines Highlight für sie ist. Denn hier habe ich ihr ein Kleid herausgesucht, was komplett aus Satin ist, ein weißer Satinstoff. Und wie ihr seht, ist das Kleid wunderbar mit floralen Spitzenmuster verziert, also richtig hochwertige Spitze am Kleid befestigt, was den Körper richtig schön umschlingt und somit ihr eine richtig, ja, man könnte sagen, geile Figur gibt. Und wie ihr seht, das Bustier ist hier so gehalten, dass es wirklich schön ihre Brüste hält und obenrum über den Rücken hinten raus richtig schön viel Haut zeigt, damit es wirklich sehr, sehr elegant wirkt. Und auch sie wollte darauf bestehen, viel Bein zu zeigen, weil sie wunderschöne Beine hat. Deswegen habe ich sie auch nicht zu lang gewählt. Das Kleid ist gerade mal so kurz übers Knie, dass man es anziehen kann. Also wer schöne Beine hat, ist dieses Kleid wirklich perfekt fürs Standesamt geeignet. Für eine kirchliche Hochzeit würde ich vielleicht noch was anderes empfehlen, aber fürs Standesamt und danach natürlich die Party perfekt. Vielleicht noch der Hinweis: Das Kleid hat auch noch versteckte Trägerriemchen, die man ranmachen kann, wenn man das möchte. Manche sagen: Okay, ich habe Angst, dass irgendwas verrutscht. Die Möglichkeit besteht bei diesem Kleid. Aber Danja fragte nach einem Komplettoutfit und das möchte ich ihr natürlich jetzt hier nicht vorenthalten. Und hier habe ich ihr ein Outfit zusammengestellt, was wirklich komplett aufeinander abgestimmt ist. Und da gehe ich dann natürlich auf ihre Beine ein, um ihre Beine nochmal richtig vorzuheben und nochmal ihren Körper wirklich so zu ziehen, dass die Beine wirklich ewig lang werden, habe ich hier ein High Heel herausgesucht, ein, ja, von Buffalo, ein High Heel Pump, der einen 7 cm, nee, sorry, einen 9 cm hohen Absatz hat und farblich perfekt zum Kleid passt. Und damit bekommt derjenige, der dieses Kleid und diesen Pump trägt, eine Figur, die wirklich der Wahnsinn ist. Und damit das Wahnsinn, dieses wunderschöne Kleid weitergeht, habe ich ihr hier noch eine Handtasche dazu herausgesucht, die auch wieder natürlich in diesen schwarz-weißen Look daherkommt und dass sich das alles wunderschön widerspiegelt in den Schuhen, im Kleid. Auch an der Tasche selber ist nochmal eine Kordel, die schwarz ist und noch so ein kleiner Riemen, um diese Verspieltheit vom Kleid ein bisschen wieder zu spiegeln. Also wie ihr seht, es sieht im Endeffekt dann wirklich komplett aus einem Guss aus. Und um diesen einen Guss noch diese I-Pünktchen aufzusetzen, habe ich ihr hier ein paar Ohrenstecker herausgesucht aus Süßwasserperlen, die quasi eingefasst sind mit schwarzen, ja, Steinen, dass auch wieder hier quasi das sich von oben bis unten durchzieht und sie wirklich zu einem Traum macht, dass die Gäste, die Hochzeitsgäste später noch wirklich lange mit ihr darüber, ja, reden, wie schön die Hochzeit war und wie schön sie war. Und genau das ist doch, was eine Braut hören will. Und wenn genau ihr, wie Tanja, so ein Kleid haben wollt und nichts verpassen, dann gebe ich euch den Tipp: Schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, was ihr vorhabt und wie ihr ausseht, mit allen Details, damit ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit für euch online stelle und dann dazu natürlich die Deals. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und bekommt sozusagen die Videos, die Deals und ja, die wunderschönen Outfits. Ich weiß, Tanja hat dieses Kleid sehr gefallen und ich hoffe, euch gefällt es auch. In diesem Sinne, wir sehen uns dann morgen. Ciao, ciao.